Vernetzung ist so da, wenn Betriebe bauen wollen, kommen sie bei der Gemeinde an und sagen, oder wir möchten irgendwas machen, wie können wir das am besten hinkriegen. Dort werden dann Hilfestellungen gegeben seitens des Bauamtes, Frau Carving, seitens der anderen Verwaltung. Wir versuchen von den einzelnen Fraktionen immer mal Betriebe hier auch zu besichtigen, Informationen rauszugeben. Zum Beispiel haben wir letzte Woche, war ich gerade mit den Landfrauen, waren die hier bei uns, die waren bei Herrn Sierkamp das Projekt angeguckt, haben dieses Projekt angeguckt. Und die sagten auch, wissen wir gar nicht, dass hier sowas in diesem Ort entsteht. Davon, das profitiert jedes Dorf von, mal eine Analyse zu machen und zu gucken, wo stehen wir eigentlich, was haben wir geschaffen bis jetzt, wo wollen wir hin. Alleine diese Tatsache ist schon unendlich viel wert. Und dann nachher vielleicht der Sieger zu stellen, das ist natürlich was ganz Besonderes. Aber das können wir das war nicht unsere Prämisse, das zu machen, sondern wir haben gesagt, lass uns einfach mal gucken, wo sind wir eigentlich und die Projekte, die wir, glaube ich, die letzten Jahre gemacht haben, sei es LED, sei es Breitband. Zeigen uns, dass wir nicht hinten stehen. Und ja, ich wohne seit meinem ersten Lebenstag hier und es ist einfach toll in der Natur, wenn Sie hier so eben an unsere Grenzen rankommen, in dieser Hörnerau-Niederung oder die ganzen Radwanderwege, die wir haben. Es ist einfach toll, hier zu leben und auch, sei es Rad zu fahren, die Natur hier zu genießen und dass man eben halt trotzdem noch dicht an der Metropole ist. Wir sind etwas, ja, 30 Minuten ungefähr von Hamburg entfernt. Wir steigen hier in die Bahn ein, können unser Fahrrad mitnehmen, können dort eine Fahrradtour machen. Es ist einfach toll, hier zu wohnen. Wir haben alles, was wir hier brauchen. Wir haben Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten, Tankstelle, wir haben Bäcker, ja. Schulen, Kindergärten. Also, es ist toll hier.